Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Ja, endlich Wochenende. Ich bin, glaube ich, froh, wenn das Jahr vorbei ist und endlich wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Im Büro ist zurzeit echt richtig viel los. Aber jetzt haben wir Wochenende, Zeit für ein neues Video. Ich habe ziemlich lange überlegt, was ich euch die Woche zeige und dann kam der Mittwoch und ping, Wochenangebote. Und die sind so toll, dass ich gedacht habe, die muss ich euch zeigen. Es steht alles im Zeichen des Prägens. Und das finde ich den absoluten Kracher. Das ist die Texture Boutique. Die ist diese Woche im Angebot. Zusammen mit ein paar Prägefugeldeinen, die ich euch auch gleich noch zeige. Aber die Texture Boutique ist so die kleine Schwester der Big Shot. Ihr könnt damit nicht stanzen, aber ihr könnt super prägen. Jetzt habe ich gerade mal den Faden verloren. Also ihr könnt damit super prägen. Ich habe die Texture Boutique noch gar nicht so lange. Ja, ich hätte das Angebot abwarten sollen, aber ich wusste halt auch nicht, dass es kommt. Und zwar habe ich sie mir angeschafft, erstens, um sie euch zu zeigen. Und zweitens finde ich sie mittlerweile ganz praktisch, weil ich habe in meiner Big Shot die Magnetplatte zum Stanzen drin. Und ich bin ja von Grund auf ein fauler Mensch, würde ich nicht sagen. Ich mache es mir ganz gerne ein bisschen bequem. Und ich kann mit der Magnetplatte halt nicht prägen. Die ist, dann wird der Aufbau zu dick. Deswegen müsste ich jedes Mal die Magnetplatte rausnehmen, die Multipurpose-Platte rein und dann kann ich erst prägen. Und dann muss ich es wieder umbauen, wenn ich stanzen möchte. Deswegen habe ich mir einfach die Texture Boutique zugelegt. Die kann ich immer ganz schnell mal bei mir auf den Tisch stellen. Das ist mit der Big Shot, die ist ein bisschen größer und schwerer, nicht so. Und auch für Workshops habe ich sie mittlerweile schon mal eingesetzt. Da geht einfach die Texture Boutique rum. Und es müssen nicht alle aufstehen, an den Nachbartisch gehen zum Stanzen und zum Prägen für die Big Shot, sondern da gebe ich einfach bloß die Maschine rum. Das ist die Texture Boutique und ich zeige euch nachher noch ein bisschen die Funktionsweise. Mit im Angebot haben wir neben der Texture Boutique auch ein paar Prägefolder. Ich habe vier davon. Hier ist der vierte. Sechs sind im Angebot. Die Prägefolder kosten normalerweise 9,50 Euro, kosten in dieser Woche 7,13 Euro. Das ist eine super Preisersparnis und es gibt so unter den Prägefoldern zwei Must-Haves. Und zwar sind das die Glückssterne aus dem aktuellen Herbst-Winter-Katalog und die Polka-Dots. Also ich finde, die beide sind universell einsetzbar. Auch die Glückssterne das ganze Jahr über zur Geburt, zur bestandenen Prüfung, zur Einschulung für Jungs ist ein Must-Have. Also ich finde sie super schön. Und auch die Polka-Dots sind all-time einsetzbar. Jetzt zum Weihnachten, aber auch zur Geburt, zur Hochzeit. Einfach so, um Akzente zu setzen, finde ich sie super schön. Welchen ich noch richtig schön finde, ist der Barockmuster. Auch der ist super schön, den werde ich dann sicherlich, wenn es so an Hochzeiten geht, wieder öfter einsetzen. Der macht sich als Hintergrund einfach wirklich schön. Und dann haben wir noch ein Klassiker, der ist schon seit Jahren im Sortiment von Stampin' Up. Das sind diese Eiskristalle. Ihr seht das auch, die neueren Prägeformen sind ein bisschen länger als die alten. Deswegen seht ihr alle die so ein bisschen kürzer sind, die sind wirklich schon länger im Sortiment von Stampin' Up. Ich weiß nicht, ob er übernommen wird. Der ist gerade für Weihnachten wirklich schön. Den könnt ihr nun nicht im Sommer einsetzen, das ist klar. Also das sind die vier. Es gibt noch zwei weitere Präge-Folder mit grafischen Mustern. Die habe ich nicht, die kann ich euch jetzt hier nicht zeigen, aber ich zeige euch nachher auch noch ein Projekt mit den Prägefoldern. So, zur Funktionsweise. Im Lieferumfang der Texture Boutique habt ihr natürlich die Texture Boutique. Ich glaube, die Kurbel müsst ihr selber anbauen, aber das habe ich auch hingekriegt, das schafft ihr. Dann sind dabei zwei Platten. Das ist das System, wie ihr es auch von der Big Shot kennt. Bei der Big Shot sind es die Acrylplatten, hier sind es halt so Hartplastikplatten. Da habt ihr dann drinnen auch nochmal beschrieben, wie ihr die Texture Boutique verwendet. Ihr müsst dazu noch nicht mal Englisch können, weil es sind einfach nur Piktogramme. Und ganz einfach auch beschrieben, zeige ich euch gleich noch. Und dann gibt es noch im Lieferumfang ein Plastiksheet. Das ist so ein dünnes Plastikteil. Steht auch drauf, nicht wegwerfen. Ich könnte es wegwerfen, weil ich benutze es nicht wirklich. Ich erzähle euch auch gleich, warum. So, Funktionsweise. Der Prägefolder. Hier haben wir einen. Ich hole euch mal einen. Moment. So.
Ihr könnt damit super Kartenvorderseiten prägen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, das seht ihr hier, das zeige ich euch auch gleich nochmal, die komplette Kartenvorderseite zu prägen. Oder die Rückseite, wenn ihr es möchtet. Und zwar legt ihr dann, nehmt ihr euch euren Prägefolder. Ich achte ja mal drauf, dass das Logo nach oben zeigt. Dann habt ihr nämlich das Positiv. Anders, wenn ihr es umdreht, habt ihr quasi das negative Prägeergebnis. Und dann lege ich meine Kartenvorderseite ein, klappe das zu und hinten, die klappt einfach nur rum. Dann kommt das auf die Prägeplatte. Die zweite kommt oben drauf, das Weiße in meiner Mitte, dass die Schwarzen außen sind. Und dann wird das einmal durchgenudelt. Ich hoffe, es fängt nicht wieder an zu quietschen. Ihr merkt auch, der Widerstand ist wirklich groß. Boah, da brauche ich heute Morgen echt Arbeit, echt Kraft für. So, schaltet sich mein Rechner auch gleich mit ein. Guten Morgen. So. Das ist dann das Prägeergebnis eurer Vorderseite. Und dieses Prägeergebnis ist identisch, als wenn ihr nur ein Blatt prägt, also quasi nur ein Blatt einlagig, dann könnt ihr das Sheet, das ist die zweite Anwendungsmöglichkeit, das zeige ich euch gleich, dahinterlegen, damit ihr dieses kräftige Prägeergebnis kriegt. Mir ist das echt immer ein bisschen zu kräftig, deswegen benutze ich dieses Teil gar nicht erst. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr nur Elemente prägen wollt oder nur eine Kartenvorderseite, dann schneidet ihr euch das zurecht. Ich bereite jetzt schon mal für die Karte, die ich gleich mit euch bastel, nur so ein Element vor. Das stanze ich mir aus der 2,5 Kreisstanze. Und da nehme ich meinen Glückssterne-Prägefolder. So, das Stück Papier kommt dazwischen. Und normalerweise würdet ihr dann jetzt, um die nötige Dicke zu bekommen, das Sheet dazwischen packen. Dieses Plastiksheet. Das packe ich nicht dazwischen, weil das wird mir zu stark. Ich lege das einfach nur so dazwischen. Nehme die Texture Boutique, stecke es hier vorne wieder rein und kurbel. Und ihr merkt, das geht auch gleich viel leichter. Jetzt klappert es auf meinem Schreibtisch. Ups, noch eine. Ihr müsst ein bisschen mehr kurbeln als bei der Big Shot, weil die die Walzen etwas kleiner sind. So, und das Prägeergebnis ist dann auch jetzt echt schön. Das ist nicht ganz so stark, aber trotzdem traumhaft schön. Ihr seht also, ihr könntet das wirklich wegschmeißen, aber legt es euch beiseite, weil es steht drauf, nicht wegschmeißen, denkt dran. So, das sind die Angebote, das ist die Texture Boutique, die ich euch einfach mal zeigen wollte. Aber wir basteln heute natürlich auch, und zwar mit der Texture Boutique. Wir wenden das gleich mit an. Wir basteln heute dieses kleine Kärtchen. Ist ein bisschen winterlich angehaucht. Ihr seht hier das Element, was wir gerade gestanzt haben, geprägt haben, mit den Glücksstern. Und hier unten arbeiten wir gleich noch mit den Polka Dots. Das ist eine ganz einfache, schnell gemachte Karte. Und zeige ich euch wie. Ihr fangt an mit eurer Kartenbasis. Das ist ein Stück savannefarbener Farbkarton. Ich bin Inch-Bastler, denkt dran, 11,5 mal 4,25. Das sind 10,5 cm hier auf der Seite. Und das habe ich gefaltet bei 5,75. Das ist meine grundsätzliche Kartenbase. Die Karte klappt sich jetzt nach oben auf, aber ihr könnt das entsprechend auch abwandeln, indem sie sich wie diese nach rechts, nach links aufklappt. Nach links, das andere rechts. So, und hier unten haben wir die Kartenbasis geprägt. Jetzt zeige ich euch wie. Brauchen wir doch nochmal unsere Texture Boutique. Dazu nehme ich die Polka Dots. Und ich lege mir die Karte nur so ein Stück hier unten ein. Also nicht flächig, sondern nur so ein Stück. Ich achte wieder drauf, das soll meine Kartenvorderseite sein, dass das Logo oben ist. Ich schiebe mir das so ein bisschen hin, so wie ich es denn gerne hätte, dass es auch einigermaßen gerade wirkt. So, dann nehme ich mir meine Platten, eine, zwei,
Halt, andersrum. Ich habe es euch gezeigt. Weiß auf weiß, schwarz außen. Schiebt das einmal durch die Texture Boutique. Und jetzt ist es wieder ein bisschen kräftiger zu kurbeln. Aber easy peasy. Das muss hinten jetzt nur noch. So. Und damit seht ihr, habt ihr hier unten euer Prägeergebnis. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es ein bisschen stärker ist. Hier habt ihr noch so eine kleine Kante, seht ihr, so vom Prägen. Aber das ist nicht so schlimm, da kleben wir eh gleich was über. So, und damit das nicht ganz so langweilig ist, habe hier so einen kleinen Frosty-Effekt. Dazu nehme ich mein Fingerschwämmchen und die Krafttinte in Flüsterweiß. Und inke mir einfach mal meine Seiten ein bisschen. Und damit das schneller geht, nehme ich mir ein Stück Papier und wische vom Rand herein. Hier oben die Ränder mache ich mir ein bisschen rund, dass es reinzieht. Nehmt nicht zu viel Tinte auf, sonst wird es echt, die Krafttinte deckt wirklich gut, sonst wird euch der Effekt zu stark. So. Ich inke auch hier unten noch ein bisschen die Ecken rund. Und ich gehe nochmal so ganz schwach, ich nehme dazu keine neue Tinte auf, sondern nehme die Resttinte, die auf dem Schwämmchen ist, und gehe so ohne viel Druck, mit ein bisschen Druck, über die Pünktchen. Und dann seht ihr, dass sie sich auch einfärben. So, das ist der Effekt. Schnell gemacht. Hat so ein bisschen was von einem winterlichen Fenster, was so ein bisschen Frost hat. So, dann habe ich aus dem Designerpapierset Nordische Weihnacht, da haben wir ja so tolle Motive, auch wirklich in den klassischen Weihnachtsfarben. Und da habe ich mir dann hier einen Streifen ausgeschnitten. Das ist dieser. Den klebe ich gleich hier einmal so quer rüber. Ein bisschen Flüssigkleber. Zack. Ich richte mir das noch aus, dass es auch gerade ist. Jedenfalls so einigermaßen. Es ist wieder, ich darf jetzt hier ja wieder nicht mit dem Kopf rüber. So, ich glaube, so passt das. So, ja, sieht gut aus. Einmal abschneiden. Zack. Schon kommt ein bisschen Farbe auf die Karte. Dann habe ich, wenn ich ihn denn finde, einen Streifen. Eben habe ich ihn noch gehabt. Ein Streifen Glitzerpapier hier. Das ist das Diamantgleisen-Glitzerpapier. Und dann nehme ich meine Wellenkreisstanze, meine Wellenbordüre. Ah ja, Leute, seht es mir nach, es ist früher Morgen. Es ist ja Nikolausmorgen. Ich wollte euch ja eigentlich noch zeigen, was der Nikolaus mir gebracht hat. Das zeige ich euch gleich mal. Mein Nikolaus weiß, dass ich ein kleines Engelorchester habe und hat mir, zu passend zu meinem Engelorchester, zwei neue Engel geschenkt. Und zwar sind das die Blankengel der diesjährigen Saison. Das ist einmal der mit der Balalaika. Und ich habe mein erstes Schlaginstrument. Ich muss noch mal gucken. Beckenpauke nennt sich das. Das ist ein zweiteiliges Engelchen. Das ist das Engelchen und das ist die Beckenpauke. Und dann steht das Engelchen, ich lege es mal so zur Seite, so in meinem Engelsorchester. Ich habe mich total gefreut, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich dieses Jahr wieder Engelchen für mein Orchester kriege. Es füllt sich langsam. Ja, irgendwann geht mir, glaube ich, mal der Platz aus, aber ich liebe diese Engelchen. Die hat meine Oma schon gehabt. Und da sind schon mal die Flügel ein bisschen abgebrochen, sie sind auch ein bisschen dunkler. Die hat meine Mutti noch. Und ja, ich baue mir mein eigenes Engelorchester auf und habe mich für diese Naturengel entschieden. Ich liebe die Dinge.
Also, das war mein kleiner Einwurf, bevor ich das vergesse, weil es heute Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet auch einen reich gefüllten Stiefel. So, wir machen weiter. Die Wellenkante, Glitzerpapier, die setzen wir einfach da drunter. Ein bisschen Kleber reicht. Achtet drauf, dass ihr so links und rechts, so, dass sie gleichmäßig endet. Ja, war vielleicht doch ein bisschen wenig Kleber. Und dann schneiden wir die Kanten wieder ab. Ihr dürft auch ein bisschen sparsamer arbeiten als ich. Ich muss es tatsächlich nochmal kleben. Oder? Ja, ich klebe es nochmal. Ach, das ist heute der Vorführeffekt. Ihr seht, bei mir klappt auch nicht immer alles gleich auf Anhieb. So. Zack. Das lassen wir jetzt ein bisschen in Ruhe. Die Rückseite des Glitzerpapiers ist ja ein bisschen glatter und dadurch greift der Kleber nicht gleich. Dann haben wir ja schon vorgearbeitet, wenn ich es jetzt in meinem Gewühl finde. Wir haben aus Himmelblau, das ist himmelblauer Farbkarton, diesmal nicht hellblau, ich habe mir den Namen gemerkt. Und auch den habe ich ein bisschen geinkt. Ich glaube, mein Schwämmchen hat ein bisschen gelitten in den letzten Tagen. Huch, jetzt habe ich was gemacht. Draufgeditscht. Ach ja, unegale Finger. Hatte ich die nicht letzte Woche schon? Also das Inken, das sieht man jetzt fast gar nicht. Aber so ein bisschen ist es halt auch mit dabei. So ein bisschen frosten wir es an. So, zack. Ein bisschen stärker als auf der anderen Karte. Und dann haben wir hier als weiteren Farbtopfer Tannenbäumchen. Und zwar sind die in Wasabi Grün. Einmal gestanzt. Wenn ich dann meine Stanze finde, hier. Einfach nur einmal mit der Tannenbaumstanze ausgestanzt. Dahin. Das können wir schon. Ja, machen wir das. Dahin. Und dann habe ich hier ein Stück Flüsterweiß. Und das Stempelset richtig rum, Christbaumfestival. Das ist echt ein super Klassiker dieses Jahr. Also damit macht ihr ganz schnell einfach schöne Weihnachtskarten. Die meisten von euch werden sie sicherlich auch schon haben. Wir passen Wir stempeln passend in Wasabi Grün. Einmal abstempeln. Ich glaube, den Baum habe ich noch gar nicht verwendet. Oh nein. Einmal ist immer das erste Mal. So. Einmal ausstanzen. Ihr merkt, wenn ich schweige, dann konzentriere ich mich. So. Und damit haben wir eigentlich alle Elemente für unsere Karte schon beisammen. Das wird jetzt nur noch zusammengefügt und aufgeklebt. So. Der Tannenbaum. Man könnte es ja auch so rumstellen. Dazu haben wir die, oh Gott, wie heißt sie? Accessoires Stille Nacht Schneeflocke. Okay, die habe ich eigentlich auch noch richtig üppig vorhanden. Ich habe mir schon eine vorbereitet, habe da einfach eine kleine Schleife mit Leinenfaden dran gemacht. Und die kommt einfach als Hingucker mit auf die Karte. Und ich glaube, ich baue das jetzt mal andersrum. Damit ihr seht, wie sich so eine Karte auch verändert, wenn man einfach die Elemente ein bisschen verschiebt. Dimensionals haben wir hier. Um mich herum sieht es schon wieder lieblich aus. Ich versuche es ja immer und sage so, ich war es nicht, aber mein Mann hat ja striktes Verbot, sich an meinen Basteltisch zu verirren, wenn Bastelsachen drauf liegen. Und dadurch sitzt er eigentlich nie hier dran. Und außer ich habe Workshop oder Teamtreffen, die im Wohnzimmer stattfinden, dann wird er quasi ausquartiert. So, ich hätte das. Warum klebt das heute alles nicht? Ich bin heute nicht in Klebelaune. So, ich klebe das jetzt doch noch ein bisschen höher. So, und das Tannenbäumchen ein bisschen tiefer.
Ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn es nicht gleich klebt. So. Und das Element kleben wir. Ich begebe mich wieder auf die Suche nach meinen Glue Dots. Wie jedes Mal. Das setzen wir einfach mit einem Glue Dot auf. Und dann fehlt noch ein kleiner Spruch und ich hatte hier gar nicht so viel Platz. Deswegen war ich auf der Suche nach einem kleinen Weihnachtsspruch. Und dann fiel mir unser Set, was es schon länger gibt, kleine Wünsche in die Hände. Das sind wirklich so über das ganze Jahr verteilt kleine Wünsche. Sie sind wirklich klein. Und da gibt es diesen kleinen, zauberhaften, frohe Weihnachtenstempel. Und den nehme ich mir. Nehme glutrote Stempelfarbe. Und den setze ich mir einfach, ihr seht jetzt gleich nochmal mein graues Haar, vielleicht kriege ich es aber auch ohnehin, ich glaube nicht, da einfach nochmal mit daneben. Passt genau hin, wie dafür gemacht, oder? So, und als kleine Spielerei nehme ich mir noch unseren Eckenrunder, setze mir die Karte einmal hier unten rein, schön in die Ecken, stanzen, dann habe ich da eine Rundung. Und ich mache das hier oben auch nochmal. Einfach so diagonal. Und habe da auch nochmal. Ach, oh, die ist nicht gelungen. Das ist, wenn man die. Jetzt ist der Wurm drin. Ich mache das anders. Ich hätte sowieso gerne eine größere Rundung. Wenn euch das mal passiert, habt ihr immer noch hoffentlich euer Envelope Punch Board, denn das hat hier oben einen größeren Eckenrunder drin. Ne? Dann setze ich das dann halt mal da eben mit ein. Boah, heute ist echt der Wurm drin. Was ist denn da los? Ich glaube, das ist der Vorführeffekt. Ich hätte das sein lassen sollen. Also der Eckenrunder ist ein bisschen größer. Ich mache jetzt mal Trick 17. Und nehme meine Zange. Vielleicht kriege ich es ja doch noch. Nee, muss ich die größere nehmen. Ihr erlebt mich jetzt beim Kartenretten. Also, ihr nehmt normalerweise die kleinere Rundung. Ich nehme jetzt, damit es besser passt, auf beiden Seiten die größere. Und damit ist meine Karte fertig. Man muss es nicht machen, man kann es machen. So. Dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Nikolaustag. Habt ein schönes Wochenende, schönen zweiten Advent. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Morgen gibt es übrigens die 9. Karte von meinem Projekt 12 Karten bis Weihnachten. Und ja, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.